Hallo meine Lieben, ich grüße euch. Es geht weiter. Wir werden uns wieder mit einer Farming-Strategie in diesem Video beschäftigen. Und zwar wollen wir heute mal über die Farming-Strategie Harbinger reden. Diese Strategie, über die wir jetzt reden werden, ist eine sehr umstrittene Farming-Strategie. Das ist wohl sehr klar, denn diese Farming-Strategie ist anders wie die letzte Farming-Strategie, die ich euch vorgestellt habe. Bei der letzten Farming-Strategie ging es darum, dass wir in jeder Karte garantierten Profit gemacht haben. Bei Harbinger sieht das ein bisschen anders aus. Es kann durchaus passieren, dass wir 10 oder auch 20, 30 Maps in Folge laufen, ohne so richtig das Gefühl zu haben, dass was dabei rumkommt. Und dann kann sich das auf einmal mit einer einzigen Map grundlegend ändern und dann ist der dicke Drop da und wir sind wieder glücklich und laufen wieder 20, 30 Maps, ohne irgendwas zu bekommen. Mit ganz viel Glück können wir natürlich auch 2, 3, 4 Maps in Folge irgendwas Tolles finden. Das ist natürlich auch unheimlich toll. Bevor wir aber zur Strategie kommen, wollen wir nochmal eben kurz allgemein drüber reden, über Harbinger. Und Harbinger ist eine sehr, sehr interessante Sache. Und ich skille Harbinger grundsätzlich am Anfang der Season. Fast jede Season oder eigentlich jede Season, wenn es Season losgeht, level ich meinen Charakter hoch. Und wenn der dann im Endgame ist, dann fange ich grundsätzlich an, den Atlas freizuschalten. Und meine ersten Punkte, die ich reinstecken kann, packe ich auch tatsächlich in Map Sustain rein und in Harbinger. Warum in Harbinger? Wir bekommen in Harbinger diese Sachen hier. Orb of Horizons und die Harbinger Orbs selber. Mit Orb of Horizons können wir jetzt jederzeit irgendeine Map in einem Tierbereich in eine andere Map aus dem gleichen Tierbereich ändern. Das ist sehr, sehr praktisch, wenn es um die Freischaltung des Atlases geht. Wenn uns jetzt zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal irgendein Beispiel, wir nehmen eine Dreier-Map, diese hier, die nehmen wir jetzt mal raus und es würde irgendeine andere hier aus dem Dreier-Bereich fehlen, dann nehmen wir diese, wovon wir viele haben und knallen da dann einfach diese Harbinger Orbs drauf. Und jetzt sehen wir es, aus dieser Klarte hier, aus einer Fungal Hollow Map, wird jetzt auf einmal eine Strand Map. Oder es wird eine Fungal Hollow wieder. Oder es wird eine Crystal Ore. Es bleibt immer im gleichen Tierbereich, aber damit können wir natürlich den Atlas sehr, sehr gut freischalten, weil wir uns genau die Maps holen können, die uns noch fehlen. Wenn uns jetzt eine Vierer-Map fehlt oder wir haben keine Vierer-Map und wollen meinetwegen eine Vierer-Map laufen, haben aber Dreier-Maps, dann können wir diese hier benutzen, die Harbinger Orb. Die können wir hier raufknallen und schon wird es eine Vierer-Map. Und jetzt können wir natürlich, wenn wir diese hier schon gelaufen haben, können wir die natürlich auch wieder mit Orb of Horizons wieder umcraften, bis wir genau die Vierer-Map haben, die wir noch nicht gelaufen sind. Und deswegen ist es gerade am Anfang der Season immer sehr, sehr gut, diese Sache mitzuskillen. Im späteren Bereich, wenn wir den Atlas soweit freigeschaltet haben, dann können wir diese Harbinger Orbs immer noch sehr, sehr gut verwenden. Und zwar haben wir später die Möglichkeit, wenn wir diese Harbinger Orbs dann auf hohe Karten raufknallen, dass dabei eine Beachhead-Karte bei rauskommt. Die ist wiederum sehr lukrativ zu laufen, weil da sehr, sehr viele Harbingers drin sind, aber man kann sie auch gut verkaufen. Also auch später machen diese Harbinger Orbs durchaus noch Sinn. Diese hier bedingt auch, wenn man zum Beispiel dann irgendwelche speziellen Karten laufen will im High-End-Bereich, machen die durchaus auch noch Sinn, kann man damit auch noch ändern. Das ist aber nicht alles, warum wir Harbinger laufen. Diese Sachen bekommen wir dazu Genüge. Wir bekommen aber auch Orb of Annulments bzw. die Shards. Wir bekommen jede Menge Ancient Orbs, Ancient Shards. Wir bekommen hin und wieder Fracturing Shards oder Fracturing Orbs. Und wir bekommen ganz selten Mirror Shards bzw. Mirror Orbs. Das ist der Grund, warum wir das Ganze machen. Nebenbei, dadurch, dass wir das im 16er Bereich farmen, droppt natürlich auch unheimlich viel anderes Zeug, was sich wieder verkaufen lässt. Wie zum Beispiel 17er Maps. Wie zum Beispiel teure Leichen. Wir farmen nebenbei noch Invitations mit. Wir farmen für Sanctum die Forbidden Tomes mit und und. Das sind alles zusätzliche Sachen, die noch dazukommen als Profit. Genauso wie selbstverständlich auch die Scarabs. Wir gucken uns jetzt einfach mal die Farming-Strategie an. Dafür gehen wir einfach mal rein in Slash G und hier ist mein Atlas Skill Tree. Der Atlas Skill Tree, der ist einzig und allein wirklich auf die Strategie zugeschnitten, die wir machen wollen. Und zwar ist das Ganze Harbinger. Ihr seht es, dass ich alle Harbinger-Nodes geskillt habe, die es im Baum gibt. Die sind einmal hier an dieser Stelle und an dieser Stelle. Mit allen weiteren Punkten bin ich dann auf Map Sustain gegangen, beziehungsweise auf Scarabs farmen. Nichts anderes habe ich hier in diesem Atlas Skill Tree gemacht. Wir sehen, dass ich hier, wenn wir auf Scarabs gehen, alle Punkte mit Scarabs soweit geskillt habe, die mich interessieren, beziehungsweise na, alle Punkte habe ich eigentlich geskillt. Außer hier in diesen Knotenpunkten selber, in den Endstücken, da habe ich nicht alles geskillt. Da habe ich nämlich nur die Punkte gewählt, wo ich wirklich bevorzugt Scarabs von finden will.
Und die anderen, die habe ich natürlich weggelassen. Ansonsten haben wir aber soweit, was Scarabs ist, alles geskillt, damit wir eine hohe Chance haben. Selbst hier diese Notes habe ich, soweit ich Punkte hatte, noch mitgeskillt, denn es gibt auch nochmal jeweils 3% erhöhte Chance. Die restlichen Punkte habe ich dann in ordentlich Map-Sustain reingemacht. Und so ist das bei mir, dass wenn ich eine 16er Strand-Map laufe, sehr viele Strand-Maps auch droppe. Ich kann mich also komplett in 16er Strand-Maps aufhalten, brauche keine anderen Maps laufen und finde nebenher noch jede Menge Field-Maps, die ich dann auch nochmal wieder verkaufen kann. Den Atlas, den gucken wir uns dazu gleich aber nochmal an. Map-Sustain habe ich hergestellt, indem ich einmal hier lang geskillt bin. Mit diesen Nodes habe ich jeweils eine 2%ige Chance, eine connected Map zu droppen. Das ist auch sehr, sehr wichtig in unserer Strategie, damit wir Map-Sustain erhalten können. Ich habe hier natürlich Maps mitgeskillt, dass ich eine höhere Chance habe, ein Tier höher zu finden. Genau das gleiche habe ich hier auch gemacht. Hier bin ich reingemacht, da habe ich das gleiche mitgemacht. Und dann bin ich hier oben noch mit hingegangen. Dadurch, dass ich Strand Map laufe, kill ich auch immer den Boss mit. Und ich möchte beim Boss Chancen haben, dass wir Synthesized Maps finden, dass wir Guardian Maps finden, dass wir hier nochmal wieder Conqueror Maps finden können, diese Geschichten. Das habe ich hier nochmal mitgeskillt und das ist soweit der Atlas Skill Tree. Mehr haben wir nicht gemacht, zusammengefasst, worauf bezieht sich dieser Atlas Skill Tree? Harbinger, Scarabs, Map Sustain. Mehr nicht. Bevor wir jetzt aber zum Map-Device kommen und gucken, welche Scarabs ich da reinlege, möchte ich nochmal einmal kurz in den Atlas reinschauen, damit ich das nicht vergesse. Und zwar laufen wir 16er Strand-Maps. Und das heißt natürlich, dass wir auch alle Voidstones mit reinnehmen, weil wir 16er Maps finden wollen. Und wir wollen natürlich, dass die Strand-Map 16 wird. Ich habe hier drinne als Favorite-Slots alles Strand-Maps drinne, außer die ersten beiden. Die ersten beiden sind Field-Maps. Warum die Field-Map? Die ist hier nämlich mit der Strand verbunden. Die ist connected. Und wir skillen bei uns im Atlas-Skill-Tree ganz, ganz viele Sachen, die die Chance erhöhen, dass wir eine connected Map droppen. Und diese connected Map ist dann bei uns nämlich die Field-Maps. Wir könnten das Ganze natürlich auch andersrum laufen. Geht in der Strategie auch genauso gut, wenn wir keinen Bock mehr haben, die Strand die ganze Zeit abzulaufen und da unsere Harbingers zu farmen, könnten wir jetzt auch ganz viel Field farmen. Und wenn wir das machen würden, dann würden noch mehr Strand-Maps droppen, weil die dann natürlich connected ist. Deswegen diese beiden hier als Favorite-Slot rein. Und das heißt natürlich auch, dass wir hier beim Map-Sustain auch diesen Punkt mitskillen müssen. Ganz, ganz wichtig, dass nur noch Favorite-Maps droppen und keine anderen mehr. Jetzt, wo wir das geklärt haben, gucken wir uns mal das Map-Device an, welche Scarabs ich mitnehme. Und da wird es keine so großen Überraschungen geben. Ich nehme alle Scarabs mit, die für Harbinger da sind und jeweils ein einzigen. Wir machen diesen hier. Mit diesem hier bekommen wir nämlich nochmal zusätzlich 3 Harbinger in jede Map rein. Wir könnten rein theoretisch diesen Scarab 4-mal hier reinpacken. Das heißt, 3, 6, 9, 12 zusätzliche Harbingers könnten wir uns verschaffen. Wenn wir das aber machen würden, klingt auf den ersten Blick sehr, sehr attraktiv. Allerdings würden wir dann diese ganzen anderen Stärkungseffekte von den anderen Scarabs nicht mitnehmen. Und die sind teilweise so stark, dass wir nicht darauf verzichten wollen. So haben wir zum Beispiel mit diesem Scarab die Möglichkeit, normale Harbinger in Boss-Harbingers zu verwandeln. Boss-Harbingers haben wieder die Chance, bessere Sachen droppen zu lassen, höhere Currency droppen zu lassen und damit unsere Shards, die wir eigentlich farmen wollen, nämlich Fracturing Shards oder Mirror Shards. Dann ist ein weiterer sehr, sehr wichtiger Scarab meiner Meinung nach dieser hier. Damit haben wir nämlich die Möglichkeit, dass wir seltenere Currency droppen und nur noch eine Art. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel Fracturing Shards droppen, dann droppt nicht nur ein, zwei Stück, sondern es droppen jede Menge. Es kommt zu diesen sogenannten Loot-Explosionen von einer Sache. Und der nächste Scarab, den wir drin haben, ist dieser hier. Wir haben die Möglichkeit, dass wir die Currency, die droppen, verdoppeln. Und mit dieser Kombination haben wir dann immer eine große Explosion von einer ganz bestimmten Currency-Sorte. Jetzt wollen wir nur noch hoffen, dass es entweder Fracturing Shards sind oder im allerbesten Fall Mirror Shards bzw. direkt die Mirrors. Als Karte nehme ich in diesem Beispiel die 16er Strand Map. Die 16er Field Maps wäre genauso gut. Nehmt eine Karte, die ein gutes Layout hat. Ich nehme diese hier ganz gerne rein, mache da vorher 20% mit Chisels drauf und knall dann einfach nur eine Alchemie Orb drauf und das war es im Prinzip schon. Dann ziehe ich zusätzlich übers Map Device natürlich noch Harbinger mit rein. Damit kriegen wir nämlich nochmal zusätzlich 3 Harbingers rein und so habe ich in der Map immer zwischen 7 und 8, 9 Harbingers drinne. Diese Maps, die laufen wir jetzt einfach durch und dann, sobald die fertig ist, gleich die nächste rein, die nächste rein, die nächste rein. Kommen wir als nächstes mal zu dem Investment, was wir pro Karte investieren müssen. Und da schauen wir uns als erstmal die Scarabs an. Die Scarabs kosten momentan alle zwischen 1 bis 2 Chaos Orbs.
Wir gehen mal vom Schlimmsten aus und sagen, die kosten immer 2 Chaos Orbs. Dann haben wir ein Investment von 2, 4, 6, 8 Chaos Orbs pro Map. Die Map selber nochmal, die kostet 5C. Dann sind wir also 8 plus 5, sind wir bei 13 Chaos. Und wir müssen hier nochmal 6 für Harbinger rechnen. Dann sind wir insgesamt bei 19 Chaos Orbs Investment. Im schlimmsten Fall. Wir sind jetzt von den teuersten Preisen ausgegangen. Diese 19 Chaos Orbs, die holen wir immer ganz locker raus. Da müssen wir uns überhaupt keine Gedanken machen. Die holen wir schon raus, sobald da einmal Ancient Orbs bzw. Ancient Charts kommen. Oder Annulment Charts oder Exalted Charts kommen. Wenn natürlich Fracturing Charts kommen, wenn Mirror Charts kommen, dann haben wir natürlich wesentlich mehr Plus gemacht. Wenn wir ab und zu mal eine hohe Leiche aufsammeln, weil wir fahren ja die ganze Zeit im 16er-Bereich, wir nehmen grundsätzlich alle Leichen mit auf. Diese Leichen verkaufen wir dann natürlich auch. Ich mache das immer so, dass ich diese ganzen Leichen, die ich aufsammle, rausnehme beim Undertaker und packe sie immer in ein Stash rein, 100C pauschal. Da kommen sie rein und wenn ich dann merke, dass ich wieder diese Leiche habe, wo ich eine 20%ige Chance habe, ein zusätzliches Item zu bekommen, die ist um die 2, 2,5 Divine wert, dann schreibe ich natürlich 1000 Leute an, dann nehme ich die Leiche raus und verkaufe sie einzeln für 2 bis 2,5 Divine. Wir bekommen zwischendrin immer mal eine 17er Map, die zwischen 60 und 90 Chaos wert ist. Wir haben die Invitations mit, die wir auch wiederum verkaufen können. Also wir haben tatsächlich ein gutes Einkommen, allerdings, und das sage ich nochmal ganz deutlich, ist es anders wie bei den meisten anderen Farming-Strategien. Es ist nicht so, dass wir in jeder Map automatisch Profit rausholen. Wir werden auch teilweise Durststrecken überwinden müssen, wo wir die ganze Zeit Maps laufen und das Gefühl haben, man, es droppt ja einfach nichts. Ja, und dann muss man halt einfach so hart gesotten sein, einfach weiterlaufen, bis es wieder droppt. Das ist die Schwierigkeit und das höre ich tatsächlich immer wieder beim Harbinger Farm. Mensch, es lohnt sich für mich überhaupt nicht, ist doof, finde ich nicht toll, ich will was anderes machen. Wenn ihr ungeduldig seid, ist diese Strategie garantiert nicht das Richtige für euch. Wenn ihr geduldig seid, ist diese Farming-Strategie durchaus eine sehr gute Alternative zu anderen Farming-Strategien. Ich würde sagen, wir haben im Schnitt haben wir ein Incoming von um die 100 Chaos pro Map, na, vielleicht knappe 100 Chaos pro Map. Und dieser Schnitt, der kommt auch dadurch zustande, wenn wir wirklich den Durchschnitt von ja, 50, besser sogar noch 100 Maps nehmen, die wir gelaufen sind. Ja, macht diesen Schnitt bitte nicht, wenn ihr nur 20 Maps gelaufen seid. Wenn ihr 20 Maps gelaufen seid, kann es sein, dass der Schnitt viel, viel höher ist, wenn ihr in diesen 20 Maps zweimal Big Drops hattet, also zweimal eine Fracturing-Explosion oder sogar eine Mirror-Explosion mit dabei hattet, dann ist der Schnitt natürlich viel, viel höher. Habt ihr in diesen 20 Maps nämlich keine Mirror-Explosion und keine Fracturing-Explosion, wovon auszugehen ist, dann ist der Schnitt natürlich wesentlich geringer. Ja, deswegen macht diese Rechnung wirklich erst auf, wenn ihr so 50 besser 100 Maps gelaufen seid, dann könnt ihr darüber urteilen. Vorher würde ich das nicht machen. So, und das war auch schon die Strategie Harbinger. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Alternative zu der letzten Strategie. Diese Strategie ist allerdings darauf ausgelegt, dass wir im 16er-Bereich laufen. Das heißt, wir brauchen auch einen stärkeren Charakter, wie für die letzte Farming-Strategie. Von der Kohle her, die wir farmen können, ist sie ähnlich wie die letzte Farming-Strategie, glaube ich. Ich glaube, das tut sich unterm Strich nicht sehr viel. Beide sind sehr gut spielbar, beide sind lukrativ. Na, ihr könnt das machen, wozu ihr am meisten Lust habt oder wofür ihr den Charakter habt. Mich würde natürlich interessieren, wie ihr diese Farming-Strategie findet. Wer von euch farmt eventuell die ganze Zeit schon Harbinger? Wie sind eure Erfahrungen? Habt ihr schon Mirror-Explosion gehabt? Habt ihr schon Mirror-Shards-Explosion gehabt? Irgendwas anderes Tolles? Lasst es mich einfach unten in den Kommentaren wissen oder besucht uns abends im Stream. Wir streamen da fast jeden Abend, ihr seid da natürlich herzlich willkommen. Leute, in dem Sinne soll es das auch wieder gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, habt viel Spaß in der Path of Exile, findet gute Sachen und wir sehen uns. Bis dahin, ciao.